Es ist November, es wird Winter und ich bin in Immerath. Immerath in der Nähe von Erkelenz, im Dreieck gelegen zwischen Mönchengladbach, Köln und Aachen im rheinischen Braunkohlerevier. Seit einiger Zeit wird dieser Ort abgerissen. Hier kommt Garzweiler 2 hin, hier kommt das große Loch hin, die Braunkohlegrube. Und jedes Mal, wenn ich hierher komme, erschrecke ich, wie schnell der Abriss des Ortes weitergeht. Immer weniger Häuser stehen. Ganze Straßen sind inzwischen abgerissen worden. Im Sommer 2015 sah es hier noch ganz anders aus, wie jetzt die Aufnahmen zeigen. Manchmal werde ich gefragt, warum ich diese Videos mache. Es gibt zwei Gründe. Einmal möchte ich den Abriss der Orte hier dokumentieren. Zum anderen möchte ich zeigen, was hier in Deutschland passiert. Wir sind nicht weit entfernt von den großen Metropolen. Wir sind zwischen Köln, Aachen, Mönchengladbach. Mönchengladbach ist 5 Kilometer entfernt. Der Borussia-Park, wo Borussia Mönchengladbach spielt, ist vielleicht 10, 15 Kilometer entfernt. 40, 50 Kilometer entfernt steht der Kölner Dom, 30 Kilometer entfernt, ja, da ist schon die Grenze nach Holland. Und hier werden Dörfer abgerissen, werden für den Tagebau geopfert. Und da ist er, der Immerather Dom. Eigentlich die Dorfkirche, aber eigentlich auch eine große Kirche, die mitten im Ort Immerath gestanden hat. Inzwischen ist sie entweiht und sie wartet auf ihren Abriss. Im Januar oder Februar 2018 soll es soweit sein. Dann rücken die Bagger an, die Kirche wird abgerissen oder wird gesprengt,
Jedenfalls drumherum ist schon alles an Häusern entfernt worden. Und so hat es im Sommer 2015 noch an der Kirche ausgesehen. Hier ist der Ort zu Ende, hier kommt man auch nicht weiter, denn eigentlich schon in Sichtweite befindet sich der Tagebau. So einsam hat die Kirche nie mitten im Ort gestanden, mit lauter Wiesen drumherum. Nein, 2015 waren die Häuser sogar sehr dicht an die Kirche herangebaut. Das war's dann erstmal aus Immerath, dem Ort, der langsam stirbt, der Ort, der langsam verschwindet. In den nächsten Tagen werde ich ein Video hochladen von der Stelle, wo einmal der Ort Borschemich gewesen ist. Ich hoffe, ihr schaut euch das auch an. Das war's erstmal. In diesem Sinn, tschüss.